Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser-Unterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Gast-Replay und erstmal an euch einen schönen Ostersonntag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was in eurem Osternest drin gehabt. Wir sitzen heute mit Sturmkrähe 91 in seinem M4A376W Sherman und wie ich hier gerade sehe, hat er den Fury-Skin drauf und der sieht mir doch sehr, sehr verdächtig nach dem Fury-Skin aus, den ich auch auf meinem 76W Sherman habe, den mir Joker, einer unserer bekanntesten deutschen War Thunder Skin-Ersteller gemacht hat. Den hatte ich damals für eine nackte Wahrheit extra angefordert und Joker war so freundlich und hat ihn mir gemacht und hat ihn natürlich dann auf seinem War Thunder Live-Account auch zum Download für den Rest natürlich zur Verfügung gestellt. Und hier sieht man, dass Sturmkrähe sich das Ding auch runtergeladen hat. Sehr, sehr schön. Finde ich, es ist ein sehr, sehr gelungener Skin. Und jetzt schauen wir mal, was Sturmkrähe hier in seinem 76W Fury so alles reißen kann. Wir sind unterwegs auf der Karte Hürtgenwald, Eroberungsmodus Version 2. Wir spielen Amerikaner, Russen, Chinesen, Franzosen und Schweden gegen Deutsche, die armen Schweine. Und wie wir hier jetzt schon gerade sehen, das ist kein komplettes 5-7er Gefecht, sondern wir haben ja noch einen T26 Super Pershing drin, der ja meines Wissens, glaube ich, 6-3 noch ist. Ja, wir haben hier sogar einen T92 mit 6-7, also es ist für unseren guten, der müsste sogar 6-7 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist auf jeden Fall für unseren guten Sturmkrähe ein Low-Tier-Gefecht. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so reißen kann. Die Besonderheit dieser Karte hier ist, sie ist sehr, sehr urban. Aber sie hat so einen, so einen schönen Mix zwischen urban und dann auch noch Waldgebiet beziehungsweise Hügelgebiet. Hier oben im Norden haben wir das hügelige Gebiet, hier unten im Süden, nein, umgekehrt, ich muss umgekehrt schauen. Hier oben ist das waldige Gebiet und hier unten noch das hügelige. So, und hier sieht aus wie ein Tiger. Hier oben könnt ihr das sehen. Wald und Hügel, ja. Und hier auf der anderen Seite eigentlich auch Wald und Hügel. Also egal, wie wir es nennen. Es ist auf jeden Fall waldig, hügelig und urban. So. Der Schuss eben gerade am Tiger 2 gebounced. Ich glaube, es war ein Tiger 2P, wenn mich nicht alles täuscht. Dadurch, dass ich ja... Können wir hier gucken, ist hier irgendwas in der Nähe? Oh, da ist noch ein Tiger E, den Sturmkrähe nicht übersieht, allerdings umgekehrt. So, da steht noch ein Tiger 2H. Sehr schön. Das ist eine Stelle, da kommt er natürlich auch extrem gut durch mit seinen 76 mm Kaliber, 146 mm Pen an der Stelle, wo er da durchgekommen ist. Wow. Okay. Der Schuss, glaube ich, war ein bisschen lucky. Am Ferdinand. Nicht schlecht. Während der Ferdinand ihm durch die Wanne geschossen hat. Und seinen Motor zerrissen hat. Ja, hier sehen wir das Einschussloch. Da. Hat er richtig Schwein gehabt. Aber auch hier muss man auch tatsächlich sagen, ein bisschen Glück gehört auch wieder dazu. So, Ru 251 hier drüben. Panther D eher hier. Panther A, Tiger 2H, aber er muss noch reparieren. Seine Rap-Crew scheint noch nicht so ganz gut ausgebildet zu sein. So, jetzt sind wir wieder durch. Geht weiter. Schauen wir mal hier. Da jetzt den Panther D tatsächlich noch aus dem Augenwinkel gesehen. Oh Gott. Hat er ein Glück, dass der Panther ihn da nicht gesehen hat. Mein lieber Scholli. So, wir machen die Marker mal wieder aus.
Puh. Und das hört sich an wie eine 5-Tonnen-Bombe. Na, noch jemand da? Ja, es sind noch sehr, sehr viele da. So, Tiger 2P. Ah, das war ein bisschen nervös, aber solche Schüsse kenne ich. Da denkt man, ah, komm, den einen Millimeter, den schaffe ich noch. Glück gehabt. Auch hier wieder. Schön hier die ganze Turmbesatzung gezogen. Sehr schön. Glück gehabt. Auch hier, schöner Schuss. Ja, an der Unterwanne brauchst du es gar nicht zu versuchen. Lieber dann nochmal in den Turm reinschießen. Jawohl. So sieht's aus. Schön einfach einem 6-3er Tiger 2 durch die Front geballert. Das ist so eine richtig schöne Genugtuung, wenn man selber im Sherman sitzt. Wenn man da einem Tiger 2, was eigentlich schon, ich sag jetzt mal, eigentlich schon echt Banane ist, da einem Tiger 2 da wirklich durchschießen kann. Und der Tiger 2-Fahrer wird sich da ordentlich ärgern. So, Moment, war das ein TV? Ja, Tatsache. Ich habe eben gerade gedacht, warum schießt er denn dem Panther da nicht in den Arsch, aber es ist ja ein TV gewesen. War sein Squadmate. Ja, beim Tiger 2 kommt er da nicht durch, beim Tiger 2H. Das ist nicht so einfach wie beim Tiger 2P. Ah, jetzt hat er geschossen. Ja, schade. Jetzt hat der Tiger seinen Turm wieder gedreht. Ja, aber Sturmkrähe macht das gar nicht schlecht. Zumindest immer mal um die Ecke lupen. Weil es jetzt ein bisschen gefährlich ist, was er hier macht. Gegner hinter ihm, beziehungsweise in der Seite. Wie ihr das hier auf der Karte erkennen könnt, hier blinkt's. Ja, Tiger 2 steht da immer noch. Ich würde jetzt einfach mal... Na, auf die Kante würde ich jetzt vielleicht nicht schießen. Nein. Da hätte ich jetzt eher drauf gewartet, bis der Tiger vielleicht nochmal den Turm wegdreht. Dass der Sturmkrähe da einen besseren Winkel anbietet. Macht er aber nicht. Ja, Sturmkrähe versucht ihn jetzt zu locken. Ja, und der Tiger macht's auch noch. Aber auch hier die Unterwanne nicht zu machen. Jetzt ist der Tiger raus. Abschlusshilfe Nummer 2. Also mit der APCBC braucht ihr bei einem Tiger 2 die Unterwanne gar nicht versuchen zu durchschlagen, schon gar nicht bei einem, also eigentlich sowieso, sowohl beim Tiger 2P als auch beim Tiger 2H, das bringt euch hier nichts. Selbst wenn ihr da mal durchkommt, ist das extremes Glück. Aber auch er hat hier ziemlich viel Glück, dass hier so viele in dem Winkel da tatsächlich bouncen an seiner Wanne. So, verschaffen wir uns jetzt nochmal einen kurzen Überblick. Ostwind. Ja, die sind alle relativ weit weg, aber ihr seht das schon. Das Match ist gelaufen. Abschuss Nummer 5. 2 Abschusshilfen, 1918 Punkte. Aber dafür, dass er halt eben Load hier ist, ne? Ihr seht das, das sind so Sachen, die ich auch immer wieder predige, auch wenn das hier jetzt von den Situationen her keine extrem wirklich übermäßig krass geile Runde ist, setzt doch Sturmkrähe hier genau bei dem an, was ich immer auch versuche euch zu
ja, zu vermitteln, wenn ich euch sage, wenn ihr Low-Tier seid, dann steckt nicht gleich den Kopf in den Sand. Ich halte währenddessen hier das Replay jetzt mal an, denn die Runde ist gleich vorbei. Es wird dabei bleiben bei 5 Abschusshilfen und, bei 5 Abschüssen und 2 Abschusshilfen. Und damit hat sich Sturmkrähe hier auf Platz 1 in seinem Team quasi katapultiert. Das Ganze ist so ein Punkt, es ist souverän von Sturmkrähe runtergespielt worden. Ich sag mal so, der eine Schuss, der hier vom Ferdinand in seine Seite reinging, da ist er extrem lucky unterwegs gewesen. Das ist so die einzige Situation, wo ich sage, pop, okay, an der Stelle hätte ich eigentlich erwartet, dass er instant wegplatzt, aber ihr habt selber gesehen, die Granate ging nur durch den Panzer durch und hat ihm seinen Motor zerstört und ihn gleichzeitig noch angezündet. Das war eigentlich so der einzige wirkliche, ja, sage ich jetzt mal, Schreckmoment in dieser Runde. Ansonsten hier ganz souverän von Sturmkrähe runtergespielt, das Ganze. Die ein oder anderen Schüsse, die halt hier vorne in dem Winkel an seiner Wanne gebounced sind, auch das eine Situation, wo ich sage, ja, das war eigentlich auch klar, der Winkel schlicht und ergreifend einfach zu steil gewesen, als dass da selbst eine Granate von einem Tiger 2 durchgehen kann. Insofern hier an der einen oder anderen Stelle doch relativ viel Glück gehabt. Der eine Schuss, wie gesagt, da hätte ich mit was anderem gerechnet, aber auch hier, ja, wunderbar gemacht. Und der Schuss gegen den Ferdinand, der war natürlich auch dann seinerseits, finde ich, schon ein bisschen lucky. Aber auch wenn er hier Low-Tier gewesen ist, er hat es souverän hier runtergespielt, hat das Maximum rausgeholt. Und das ist zumindest auch ein gutes Beispiel, wie man an diese ganze Sache rangehen kann. Weil klar, wenn es jetzt irgendwie schon das 10. Gefecht ist, in dem man selber Low-Tier ist, dann, klar, verliert man da auch irgendwie schon so ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, den Mut, / die Lust, aber trotzdem immer noch zu versuchen, das Maximum rauszuholen, ist, glaube ich, das Beste, was ihr machen könnt. Und das habt ihr hier auch am Beispiel von Sturmkrähe hier gesehen. War eine schöne Runde, muss man einfach sagen. Danke fürs Einreichen. Euch danke ich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, lasst dem Ganzen ein Like da. Natürlich auch ein Abo, wenn ihr wollt. Dann verpasst ihr auch nichts mehr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal. Und falls ihr mir auch mal ein Replay zukommen lassen wollt, einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Da steht, wie es geht. Ich wünsche euch noch ein paar schöne freie Tage. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.